Willkommen zu unserer heutigen Apfelwanderung. Wir sind heute auf dem Weg, Äpfel selbst zu pflücken. Mhm. Und somit den Start für den Herbst zu legen, weil Äpfel sind einfach ein Muss für den Herbst. Wir haben heute das erste Herbstwochenende des Jahres. Ja. Der Himmel ist so ein bisschen bedeckter, Temperaturen sind runtergegangen. Wie auch der Weg eben. Habt ihr es gesehen, wie ich verschwunden bin? Das war eine coole. Wir haben gerade wichtige Themen. Wir sprechen gerade darüber, was passiert, wenn auf dem Flug im Urlaub ein Baby geboren wird. Wie man am besten assistiert. Ja, also es sind sehr philosophische Fragen. Habt ihr euch schon mal Gedanken gemacht, wenn ihr über ein Feld geht und ihr lauft dahin drauf zu, wo einfach eine Riesenschar Raben oben drüber kreist und immer mehr dahin fliegen? Also es ist wie so ein Sog, wie sich alle dahinter stürzen. Ich finde es ein bisschen gruselig, ehrlicherweise, weil ich nicht weiß, was uns gleich erwartet. Aber Matthias ist ganz entspannt, läuft da weiter drauf zu. Also von daher, es kommt immer mehr. Ja. Ist das die Apfelwanderung oder die Halloween-Folge schon? Also ich würde sagen, es vermischt sich gerade. Ich glaube, man sieht es auf der Kamera gar nicht so, aber es sind bestimmt so 50 bis 100 Raben hier über uns. Nein! Daran scheitern! Das verhindert mich so! Pass auf, ich auch! Oh. Gefangen! In unserem Hinterhof treiben sich hier ein paar Eichhörnchen rum und darum haben wir jetzt ein paar Walnüsse gesammelt, die hier auf dem Boden lagen. Unsere kleinen Freunde zu Hause versorgen. Wir haben uns doch entschieden, ein paar zu probieren. Nee, wir haben auch nicht so viele gesammelt. Ja, okay. Aber sieht gut aus. Ja. Und jetzt kommt der Geschmackstest. Ja. Schmeckt ja ganz anders als die aus dem Supermarkt, weil die getrocknet sind. Ah, okay. Ah, das stimmt. Die sehen noch, zeig mal kurz. Ah, die sehen noch relativ hell aus, ne? Ja. Schon gut, aber ist ganz anders. Probier. Danke. Ja, stimmt. Wirklich sehr anders. Aber wir essen auch nicht so oft Walnüsse pur. Nee. Nee, tatsächlich unsere Eichhörnchen. Ja, aber die haben einen ganz schönen Verbrauch. Wir sind zwar im Herbst. Aber wir haben die letzten Sonnenblumen des Jahres entdeckt. Ja, schaut mal. Auf diesem Feld gibt es noch drei Stück. Ja, vielleicht sieht man die auf der Kamera. Eine hier vorne. Dort gibt es noch eine, die blüht. Ja, und? Und die kleine hier. Ja, die ist doch auch sehr, sehr hübsch. Und da vorne, das sieht wieder nach einem Walnussbaum aus, oder? Ja. Die ist auch schon halb aufgebrochen. Ach krass. Aber es sieht drunter gut aus. Nehmen wir den noch mit fürs Eichhörnchen. Ja, sehr gut. Und guck mal, was ich eben entdeckt habe, was da unter dir... Ah, jetzt war ich zu spät. Der Wind ist so heftig, dass Matthias die Mütze runtergeweht hat. Aber man sieht es auch ganz gut am Pulli. Da zum Beispiel rechts ist ein Apfelbaum. Aber wir gehen natürlich ganz offiziell pflücken und werden hier nicht irgendwas stibitzen, sondern wir gehen jetzt zu einem Hof, wo das Pflücken ganz genau erlaubt ist und ausdrücklich erwünscht. Wir sind ausgestattet. Matthias schiebt schon fachmännisch die Schubkarre. Hier gibt es nicht nur Äpfel, sondern auch Birnen. Wie üppig das dranhängt. An einem Strang sind hier wirklich zig Birnen dran. Dass diese Bäumchen das alles so halten können, ist wirklich faszinierend. Wir stehen jetzt vor dem Rubinettenbaum. Ich werde jetzt einfach mal einpflücken. Das wirklich mit zwei Händen. Und der war reif. Der ist direkt problemlos abgegangen.
Riechen tut er jetzt gar nicht so stark, aber das ist natürlich jetzt ein ganz anderes Gefühl, wenn er selbst vom Baum gepflückt hat. Das ist richtig toll. Ja. Okay, also hier oben sieht er schon noch sehr grün aus, aber er ging jetzt trotzdem gut ab und hier unten ist er ja auch schon verfärbt. Lass uns mal schauen, zu Hause, wie die schmecken. Ja, und wie hat es sich angefühlt, so den Apfel selbst zu pflücken? Sehr gut. Ja, ne? Jetzt noch 16 Stunden weiter so machen und dann sind wir fertig. Was hast du denn vor? Wolltest du Apfelmus fürs ganze Jahr kochen oder die wie? Die Schubkarre muss voll sein. Als nächstes kommt der Bärläpsch, ein säuerlicher Apfel. Und Fun Fact, ich habe eben Matthias gefragt, wir müssen uns jetzt ein System überlegen, wie wir die Äpfel sortieren, damit wir die nachher bewusst konsumieren können. Und Matthias so, wie willst du das verhindern mit einer Jute-Tüte? Wir lassen uns jetzt einfach überraschen. Tja, so machen wir es. Werden bestimmt alle super lecker sein, so frisch gepflückt. Hier ist eine Pflückhöhe für mich. Und da ist einmal was drumherum. Bestimmt trotzdem schmecken. Der sieht doch mal richtig gut aus. Wie im Bilderbuch. Ja, der ging es auch gut ab. Hier sind noch ein paar rote. Welche Sorte? Cox Orange. Mhm. Mal so einen richtig roten Bilderbuchapfel, ja. Okay, auf der anderen Seite ist er noch. Ja, aber wir sind ein echter Kanal, deswegen zeigen wir euch nicht nur die Vorderseite, sondern auch die grüne Rückseite. Oh, diesmal ist auch der Stängel drin geblieben. Ah. Da sieht er noch besser aus. Hm. Und er hat jetzt fast durchgängig rote Musterung. Den rechts. Mal gucken, ob ich drankomme. Nein, ich brauche Hilfe. Den rechten, bitte, da oben. Den hier? Ja, genau den. Oh. Oh, oh. Okay, den müssen wir jetzt mitnehmen. Der ist mit runtergekommen, also wollte der zu uns in den Wagen springen. Auf dem ganzen Gelände riecht es auch so ein bisschen verkoren. Findest du nicht? Doch. Mir ist vorher nicht aufgefallen, aber nachdem du es gesagt hast und ich gerade so eine Nase genommen habe, dachte ich mir so, ja, da wächst der Äppelwoll von unten. Wo biegen wir ein? Hier? Ja. Okay. Wir pflücken jetzt noch ein paar Birnen. Hast du etwa den halben Baum mitgenommen? Nein, hab ich nicht. Aber guck mal, Matthias, was er für ein Oschi rausgesucht hat. Und dann meine kleine süße Birne daneben. Schon ein Unterschied. Wir kommen langsam zum Ende. Wir müssen das Ganze ja auch irgendwann konsumieren. Und hab nicht vor einzukochen, das wäre eine andere Variante. Apfelmus oder so. Ja. Oh, die steht jetzt auch super ab. Also ihr wisst, was es bei uns morgen für Frühstück und die Woche über gibt. Also, das ist unsere Ausbeute. Die sieht jetzt wahrscheinlich klein aus, aber wie gesagt, wir haben jetzt nicht vorgehabt, noch irgendwie Saft oder Mousse zu kochen, sondern wollten ja einfach ein bisschen Herbststimmung. Und die begleitet uns jetzt die nächsten 2 Wochen auf jeden Fall. Wir sind zurück vom Apfelpflücken, immer noch hier in dieser wunderbaren Umgebung. Wir haben uns hier auf die Bank gesetzt, wo wir vorhin schon waren. Und haben euch ja eine kleine Überraschung versprochen, was wir auf den Äpfeln unterwegs hier am Wegesrand zaubern werden. Und dafür haben wir jetzt erstmal unseren wunderbar frisch vom Baum gepflückten Apfel und werden den zunächst klein schneiden. So frisch und knackig hier. Hier ist der etwas. War ganz weich. Und jetzt würde ich sagen, Matthias, erstmal einen Geschmackstest, ja, von unserem frisch geschnitzten Apfel. Also bitteschön. Wie sieht es aus? Oh, schon sauer. Mm. Oh, ja, sehr aromatisch.
Was meinst du, welcher war es? Säuerlicher. Dieser Bärlipf oder? Vielleicht, ja. Ist schon sehr aromatisch. Abgesehen vom sauren. Ja. Also Geschmack hat er trotzdem. Ja. Ich würde es jetzt einfach in so kleine Spalten schneiden. Die Äpfel sind fertig geschnitten. Ja. Und jetzt versuchen wir die auf dem Gaskocher so ein bisschen zu karamellisieren. Und haben dazu nicht nur, klar, die Äpfel haben an sich schon die Süße, aber wir hatten uns heute Morgen hier schon abgefüllt ein bisschen Vollrohrzucker und Zimt, sodass es wirklich so eine herbstliche Note bekommt. So, oh, das sieht doch schon schön aus. Oh, guck mal den Wind an. Das ist der Herbst. Die Hälfte ging daneben. Ja. Ist vielleicht aber auch ganz gut, dass wir nicht so viel Zucker essen. Aber keine Angst, wir haben ja noch ein paar pure Äpfel. Das heißt, zu Hause werden wir auch mal die Sorten durchtesten. Nur ich freue mich jetzt auch, dass es gleich was Warmes gibt. Weil der Wind pfeift hier schon ganz gut heute. Es riecht schon fabelhaft. Ich wollte es gerade sagen. Also wenn man so hier drüber ist und das qualmt richtig, das hat so einen richtigen tollen Duft, als würden wir jetzt hier den Backofen aufmachen. Jetzt krümeln wir noch ein paar Haferkekse dazu rein. Ja, Geschmackstest. Lecker. Ja. Geht schon noch. Du meinst die 3-Sekunden-Regel? Ja. Man muss sagen, dass auch wenn wir jetzt kurz nur einen Kocher angeworfen haben, sind die Äpfel schon super weich. Also richtig schön. Und eingekocht. Also man merkt richtig, wie dann doch irgendwann das Pektin, also das Fruchtzucker von den Äpfeln dort anziehen lässt. Das Wasser, was wir reingekommen haben. So sieht das Ganze jetzt fertig aus. Ebola! Rund um die Gegend um Mainz mit einem wunderschönen Trail Apple Pie. Frisch vom Feld. Mmh. Boah, richtig gut. Richtig gut. Ja. Schmeckt so wie Bratapfel. Ja. Also ist schon süß, aber ich finde auch nicht zu süß. Nee. Ist genau richtig. Ist richtig gut. Und dafür ist es auch gut, dass der Apfel so sauer ist. Die Schüsseln sind leer gegessen. Beweis. Es war super lecker. Ja, also ich hätte mich da jetzt echt reinsetzen können. Super, super gut. War ein super schönes Mikroabenteuer. Ja, es fühlt sich total anders an, wenn man die Äpfel gepflückt hat, die man hier gleich auch auf dem Teller hat. Und ich muss sagen, es war so ein richtig schöner Auftritt in den Herbst. Danke fürs Zuschauen, aber nicht vergessen, bis bald, auf Wiedersehen.